Hey Jesus, kommst du auch morgen zum Wettkampf? Ja klar, ich schaue mir sowas gerne an. Super, dann sehen wir uns ja morgen. Wasserentnahmestelle offenes Gewässer. Verteiler an die markierte Stelle. Angriffstrupp zur Brandbekämpfung. Erstes Rohr zum rechten Brandabschnitt. Zum linken Brandabschnitt. Über die Leiterwand vor. Leute, wir sind so schlecht. Wir brauchen in der zweiten Runde doch eh nicht mehr antreten. Wir blamieren uns doch bloß. Seid nicht traurig. Probiert es gleich noch einmal. Ihr werdet das schaffen. Ich glaube an euch. Okay, wenn du das sagst, dann probieren wir es nochmal. Wasserentnahmestelle offenes Gefäßer. Verteiler an die markierte Stelle. Angriffstrupp zur Brandbekämpfung. Erstes Rohr zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor. Plötzlich waren wir alle voll im Flow. Wow, wie hast du das gemacht, Jesus? Mit dir wären wir ein tolles Team. Kommt mit, wir werden zusammen noch viele Menschen beeindrucken. Die Party ist voll nice, Bro. Danke, schön, dass ihr hier seid. Mann, was ist denn jetzt los? Warum läuft die falsche Musik? Echt Leute, bei der Musik bleibe ich nicht länger hier. Warte. Mutter, das DJ-Pult ist kaputt, es ist die ganze Zeit die falsche Musik. Was mache ich denn jetzt? Oh, das ist nicht gut. Warte mal. Jesus, du musst was machen. Max ist total verzweifelt. Lass mich, Mama. Ich kann da nichts machen. Hör auf, Jesus. Er wird dir sagen, was zu tun ist. Ja, okay. Zum Glück geht es jetzt alles wieder. Ja, jetzt können wir endlich weiter feiern. Wie hat Jesus das nur wieder hingekriegt? Okay, danke. Aus, Cut. Das Huhn kann vom Set. 10 Minuten Umbaupause.
was hat Greg denn heute für mich? Boah, jetzt ein Kaffee. Will ich doch immer. Ach du heilige Macaroni. Kein Wasser bei Elektrobränden, du Dödel. Eine Löschdecke. Warum haben die denn hier keinen Feuerlöscher? Das klappt alles nicht. Wo ist eigentlich Jesus? Jesus, Jesus, es brennt. Wir brauchen deine Hilfe. Wie kannst du hier nur so chillen? Seht her und lernt. Hilf mir mal. Warum habt ihr so wenig Vertrauen nach all dem, was wir schon alles gemeinsam erlebt haben? Mann, unser Jesus, wer ist das eigentlich? Man sagt, er war ein Gammler, er zog durch das ganze Land. Graue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Niemand wusste, wo er herkam, was er wollte, was er tat. Doch man sagte, wer so redet, ist gefährlich für den Staat.